Der ehemalige Gouverneur der indonesischen Hauptstadt Jakarta und christlicher Politiker Basuki Cahaya Purnama ist frei. Er wurde am 24. Januar wegen guter Führung vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Purnama war im Mai 2017 zu 2 Jahren Haft verurteilt worden, weil er den Islam beleidigt haben soll. Er hatte im Wahlkampf erklärt, der Koran verbiete es Muslimen nicht, für einen Nicht-Muslimen zu stimmen. Der Christ wurde daraufhin von Islamisten angezeigt. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte und die evangelische Nachrichtenagentur IDEA hatten Purnama als Gefangenen des Monats Juni 2017 benannt. Manager sollten mehr Zeit in ihr Privatleben investieren. Dazu hat der Geschäftsführer der HEWIG Winker-Gruppe, Markus Hensler, in einem Interview mit IDEA aufgerufen. Hensler zufolge wissen Manager, dass man nur dort Erfolg hat, wo man zuvor investiert hat. Im Privatleben beherzigten sie das aber nicht. Nötig sei kein Diamantring für die Ehefrau, sondern mehr Zeit, Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Liebe. Viel wichtiger als beruflicher Erfolg sind die persönlichen Beziehungen und natürlich vor allem die Beziehung zu Gott, so Hensler. Im Geschäftsleben bewerte man Menschen nach ihren Ergebnissen. Im geistlichen Leben gelte dies aber nicht. Diese Erkenntnis habe ihn unglaublich befreit. Ich habe Jesus Christus wirklich als Heiland erlebt. Hensler ist einer der Redner beim Kongress christlicher Führungskräfte, der Ende Februar in Karlsruhe stattfindet und von IDEA veranstaltet wird. Die evangelische Kirche in Deutschland habe es versäumt, im Jubiläumsjahr der Reformation 2017 geistliche Themen in den Mittelpunkt zu stellen. Über dieses Thema sprach der Theologe und Historiker Benjamin Hasselhorn bei der Tagung der kirchlichen Sammlung um Bibel und Bekenntnis in der Nordkirche. Auf der Veranstaltung am 19. Januar in Hennstedt-Ulzburg nannte er 3 Vorschläge, die er der evangelischen Kirche für die Zukunft mitgeben möchte. Das eine ist mehr Mut zur Tradition. Die eigene Tradition wiederentdecken und an die nächste Generation weitergeben, wäre die Aufgabe. Das zweite ist mehr Mut zur Theologie, weniger Politisierung bitte, mehr theologische Substanz, mehr auf die Glaubensfragen, die auch meine Generation bewegen, eingehen. Und das dritte ist, so paradox das nach dem Reformationsjubiläum klingen mag, mehr Mut zu Luther. Ich glaube, dass die evangelische Kirche Martin Luther als religiösen Denker noch gar nicht richtig wiederentdeckt hat. Da liegt aber unendlich viel verborgen, was uns für die Zukunft sehr gut weiterhelfen kann. Martin Luthers Glaube ist ein Glaube, der auf den Einzelnen in seiner Beziehung zu Gott zielt. Und das ist ein Markenkern der evangelischen Kirche, der auch jenseits von politisch-moralischem Engagement funktionieren kann.